Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir schauen jetzt mal in den heutigen Item Shop rein. Erstmal würde ich sagen, das geht raus an euch alle. Jawohl. So, also. Hier ab in den Item Shop. Da haben wir den Merry Marauder von gestern nach wie vor und Ginger Gunner. So. Ja, gestern haben wir die Noten nicht eingeblendet. Das machen wir heute mal. Vom Merry Marauder. Gucken wir mal. Na, wo sind sie denn? Wo sind sie? Wo, 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 wo? Ne, das ist der Ginger Gunner. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Hier der Merry Marauder 4,71 von 5 bei 75 Votes. 756 Reminders. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? So, dann gehen wir mal rüber zum Ginger Gunner und gucken uns den Ginger Gunner an. So, beim Ginger Gunner. Was mache ich denn die ganze Zeit wieder hier? Ich bin wieder total durcheinander. So. Beim Ginger Gunner haben wir aktuell 4,21 von 5 bei 34 Votes. 474 Reminders. So. Dann sind wir ja, beim Cookie Cutter, genau. Wie kommt denn eigentlich der Cookie Cutter bei euch an? So, schauen wir mal da rein. Da haben wir 3,33 von 5 bei 3 Votes. Okay. Und der Ginger Sled, wie ist der? Okay. Ginger Sled 5,5, also 5 von 5. 3 Votes. Alles klar. Und jetzt kommt der neue Skin. Als ich das gesehen habe, ich muss so, also ich finde es ja mal so mega witzig, ehrlich wahr. Und er ist auch ein bisschen angebrochen, wie ihr seht hier. Der Grimbles, unser Gattezwerg, der deutsche Gattezwerg, findet seinen Weg in Fortnite. Guckt euch das an. Mega geil gemacht, das Ding hier. Finde ich echt auch so ein bisschen diesen Porzellan-Style mit drin. Und auch auf die Gefahr hin, dass ihr mich für total verrückt erklärt, Herr Sofort wird das sowieso machen. Die Mütze da oben ist wahrscheinlich auch wieder was Negatives. Und das Ding wird wahrscheinlich überall rauspieken. Ja, aber das ist mir scheißegal. Ich finde den cool und kultig und deswegen kriegt er von mir 8 von 10. So, der Grimbles. Und dann gucken wir mal hier rein. Momentan sind wir bei 3,5. 5 von 5 bei 2 Votes. Dann gibt es hier die Cold Snap Picke. Passend zum Gattezwerg, die Cold Snap Picke. Auch irgendwie mega interessant das Ding, aber hat bis jetzt noch kein Rating. So, jetzt kommen wir zum. Achso. Ich würde der Picke auch 8 von 10 geben. Jetzt kommen wir zu einem mega geilen Emote. Der Rockout. Hier mit einem. Merry Marauder. Zehn von 10 für den Rockout-Emote. 10 von 10. Hier haben wir 4,32 von 5 bei 38 Votes. 99 Reminders. Mega geil. Dann gibt es hier den Libre mit den Federn da. Ja, der kriegt von mir 6 von 10. Obwohl es ein Standardgleiter ist. Aber wenigstens die Flügelchen sind mit dabei. Das ist der Libre. Das ist der da. Und da haben wir 3 von 5 bei 8 Votes. So, und dann haben wir den Scorpion. Und der Scorpion passt jetzt relativ gut in diese Paradise Palms Gegend und deswegen bekommt der Scorpion von mir auch 7 von 10.
6 von 10. So, und da haben wir hier 4,73 von 5 bei 37 Votes. So, kommen wir zum Survival Specialist. Den finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Kriegt von mir auch 6 von 10, der Survival Specialist. Und der hat hier 4,25 von 5 bei 32 Votes. Sie macht schon Reminders, 27. Also, dann haben wir den hier. Sieht beim Mary Marauder ein bisschen arg bescheuert aus. Muss ich ehrlich sagen. Weil die ganzen Gesichtszüge nicht mit dabei sind. Da müssen wir mal ganz kurz hier reingehen und mal irgendwas anderes mal reinnehmen. Lass uns mal hier von mir aus. Ja. Lass gucken, lass mal gucken, wie hier die Gesichtszüge sind. Das Ding kriegt von mir 6 von 10. Ich stelle es jetzt mal wieder zurück auf den Mary Marauder. Rauchend ist genau der, ist der richtige. So wollte er ihn haben. So, dann ja, was geben wir denn dem? Achso, habe ich schon gemacht. Gucken wir mal, wie die allgemeinen Noten momentan für ihn sind. Ohohoho. Ziemlich vernichtend. 1 von 5 habe ich bis jetzt noch nirgends gesehen. 3 Votes. Richtig glatte 1 von 5. Oh mein Gott. Nur 17, wie meine. Das ist ja auch ein bisschen strange, das Ding. Ne? Dann haben wir hier nach wie vor diese Icebreaker-Picke und die kriegt von mir 6 von 10. Oder näher, 5 von 10. Machen wir mal 5 von 10. Und hier aktuell 3,33 von 5. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Händler. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.